Bleibt in meiner Liebe. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus Johannes 15, Vers 9. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus, setzt voraus, dass wir in dieser Liebe drin sind. Im ersten Teil des Verses sagt er, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Das ist schon eine Aussage, die man erstmal sacken lassen muss. Jesus liebt uns, ja. Er duldet uns nicht nur so gerade, ja, wir dürfen auch mal da sein. Er liebt uns so, wie ihn der Vater liebt. Vater, Sohn, Heiliger Geist haben himmlische Gemeinschaft in Ewigkeit, in einer Gottheit. Drei Personen in einer Gottheit, sagen wir, eine ewige, untrennbare Gemeinschaft. Und mit dieser Liebe, die dort herrscht, liebt Jesus uns, liebt Jesus dich. Nimm das doch an heute Morgen, dass diese Liebe dir gilt. Und dann heißt, bleibe in meiner Liebe, halte daran fest, glaube das. Nimm das für dich immer neu an. Lass das wirklich als Banner über deinem Leben stehen, dass du geliebt bist von Jesus Christus, dass du geliebt bist von dem ewigen Gott. Und was immer heute kommt, was immer dich in Frage stellt, herausfordert, in dieser Liebe kannst du ruhen, in dieser Liebe kannst du bleiben. Und daraus fließt dann ein zweiter, aber eben wirklich erst ein zweiter Schritt. Im nächsten Vers sagt Jesus dann, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Das klingt jetzt vielleicht für manche komisch, so nach so einer Transaktion, jetzt muss ich doch was machen. Nein, diese Liebe ist dir geschenkt, aber ein Weg des Bleibens ist, dass du auch in seinem Willen bleibst. Denn was heißt seine Gebote halten? Das sind ja nicht einfach irgendwelche Jobs, die er dir verpasst, was du für ihn tun sollst, sondern ja, du sagst, erstmal du erwiderst diese Liebe. Das ist das größte Gebot, ist liebe Gott, deinen Herrn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und ja, so hältst du seine Gebote, wenn du diese Liebe erwiderst, wenn du in dieser Liebesbeziehung auch zu ihm bist, wenn du seine Nähe suchst im Wort, im Gebet, wenn du ja, dich dafür interessierst, was auf seinem Herzen ist und dann auch immer mehr diese Dinge tust, einfach weil Jesus sie möchte, weil der Vater sie möchte und weil du ihn liebst, willst du es gerne tun. Und seine Gebote, das heißt dann das zweite Gebot ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, diese Liebe, die du empfängst, die gibst du weiter. Und das ist nun ein Grundprinzip im Reich Gottes, dass wir Kanäle sind für das, was Gott schenkt, dass wir weitergeben, was wir empfangen haben. So wie Gott zu Abraham sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist eine Linie, die zieht sich von der ersten bis zur letzten Seite durch die Bibel. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch, sagt Jesus. Und dann liebt einander. Bleibt in meiner Liebe. Haltet meine Gebote. Lasst diese Liebe weiterfließen. Behalte sie nicht geizig für dich. Es ist genug für alle da. Ich wünsche dir heute, dass du die Erfahrung dieser Liebe machst, dass du diese Liebe glauben kannst. Und dass du dir von Gott Situationen zeigen lässt, wo du diese Liebe ganz konkret, ganz praktisch weitergeben kannst. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast, bevor wir irgendwas für dich getan haben, dass wir darin wirklich ruhen können, dass wir darin geborgen sein können und dass wir da heraus dann auch aktiv werden können für unsere Nächsten. Dazu segne du uns, dazu leite du uns, wunderbarer Gott. Amen.